Herzlich willkommen, liebes Publikum, zum dritten Bundesliga-Heimspiel des TDC Schwalbeberg-Neustadt innerhalb von nur 12 Tagen hier in der Schwalb-Arena. Sowohl gegen die Playoff-Anwärter aus Ochsenhausen als auch gegen den Tabellenzweiten aus Grenzau musste man sich letzte Woche geschlagen geben. Das Team brennt also und will wieder einen Heimsieg erringen. Doch gegen den direkten Tabellennachbarn aus Mühlhausen wird dies kein leichtes Unterfangen, verlor man doch in der Hinrunde mit 2:3 gegen die Thüringer. Beginnen wir nun mit den Vorstellungen der Hauptakteure. Oberschiedsrichter des Spiels ist Hans-Christian Heimbuch. Ihm zur Seite stehen Ingo Gossmann, Kerstin Durchhartz und Fabian Gelis. Und nun zur Ausstellung des Teams.